Teil 6, der Sturz. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Sag bloß. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Klasse. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Portal 2. Beim letzten Mal, ja, haben wir ja eigentlich GLaDOS besiegt und haben unseren kleinen... Alter, das klang nicht gut. Unseren kleinen Roboterfreund für sie eingesetzt, in der Hoffnung, dass er uns einfach rauslässt. Aber der ist ein bisschen größenwahnsinnig geworden und hat uns dieses Loch hinuntergeschubst. Wir wissen jetzt immerhin, dass er Wheatley heißt. Das ist ja zumindest etwas. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Hey, ein Vogel. Oh, der hat sich die GLaDOS-Kartoffel geschnappt. Das ist nicht so gut. Beziehungsweise eigentlich ist es mir egal. Soll mir doch egal sein, was mit dir passiert. Die Olle hat uns jetzt auch nicht sonderlich gut behandelt, wenn wir ehrlich sind. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Also ich meine, dass das Loch nicht unendlich ist, war mir ja schon irgendwie klar. Spätestens im Erdkern wären wir zu auf Probleme gestoßen mit dem Weiterfallen, sag ich mal. Von der enormen Hitze mal sowieso abgesehen, aber wo zum Geier sind wir hier eigentlich? Alter, was ist das denn schon wieder für eine riesige Anlage hier? Da ist noch eine riesige Anlage unter der eigentlich schon riesigen Anlage. Na, danke auch. Hey, aber ich glaube, hier gibt es Portalflächen, oder? Tatsache. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ich meine, solange es Portalflächen gibt, kann ich arbeiten. Okay. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Alter, was ist denn das? Da ist eine 9. Ach, da ist eine Portalfläche. Okay. Na, ich weiß ja nicht, was wir hier finden werden, wenn ich mal ehrlich bin. Das sieht mir alles sehr suspekt aus, ja. Auf jeden Fall funktionieren die Lampen noch, bitte was? Also, ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange das hier schon her ist, dass hier mal jemand war. GLaDOS scheint den Ort nicht zu kennen, sonst hätte sie gewusst, dass wir hier landen. Aber wieso zum Geier funktionieren die Lampen noch und warum brennt hier so viel? Lebt hier unten noch jemand? Ich meine, es sieht jetzt nicht wie ein Ort aus, wo jemand leben würde. Das da sieht so ein bisschen wie Teile von GLaDOS aus. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. So, da sollen wir auf keinen Fall rein. Na, dann weiß ich ja schon, wo wir hingehen werden. Schauen wir doch mal. Ich glaube, das sind ganz normale. Das können auch einfach Teile von solchen Türmen sein. Na. Jetzt sag mir bloß, ich komme jetzt hier nicht mehr... da hoch dann halt. Wisst ihr, wir können aus kilometerlangen Stürzen können wir mit unseren Superbeinen den Sturz abfangen, aber wir können die nicht benutzen, um ein bisschen höher zu springen. Ja, es ist keep out, do not enter, okay. Das sieht nicht gut aus. Was? Condemned testing area. Was? Hier ist noch ein Testgebiet. Warning, this enrichment shaft may contain unsafe quantities of cosmic ray spallation elements. Okay. Okay, kosmische Strahlung ist jetzt nicht so das Problem. Die fliegt sowieso jeden Tag durch uns durch. Weil eine Ahnung, was hier mit spallation elements gemeint ist. Vitrification Order. 15.06.1961. Do not look at, touch, ingest or engage in conversation with any substances beyond this point. Okay, das ist schon eine Weile her, dass das benutzt wurde. 15.06.1961. Ja, das ist schon eine Weile her. Ach, guck mal, da oben ist auch eine Portalfläche. Sehr schön. Dann kommen wir zumindest hier hoch. Ist das da auch eine Portalfläche? Tatsache. Hallo? Ich komme von da. Hm.
Hier hat man einen schönen Überblick, aber ansonsten auch nicht wirklich, ne? Na gut, okay, gehen wir einfach mal die Treppe runter. Dahin, wo wir auf keinen Fall gehen sollten. Dahin gehen wir jetzt auf jeden Fall. Die Lichter funktionieren hier alle noch. Ich frage mich... Also ich meine, es kann ja sein, dass hier unten Generatoren gibt, aber womit laufen die? Das kann ja schlecht, wenn das seit 1961 nicht mehr benutzt wurde, kann das ja schlecht irgendwie... Eine ja nicht erneuerbare Energiequelle sein, sag ich mal. Die müssen ja irgendwoher ihre Energie gewinnen, damit die Generatoren hier unten trotzdem noch laufen können. Gut, so weit unten, wie wir in der Erde sind, könnte man hier wahrscheinlich sogar Erdwärme verwenden oder sowas in der Richtung. Kann ich mir durchaus vorstellen. Okay, und wo sind wir jetzt? Alles klar. Ui. Das ist groß. Das ist beeindruckend groß, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob man da durchgehen sollte. Testschaft 9. Zulu Bunsen. Aha. Do not enter. Ja, sealed 15.06.1961. Naja, aber wir haben halt keine andere Möglichkeit. Den müssen wir wohl jetzt wohl wieder aufmachen, hä? Den guten Testschaft. In the event of flooding, seek air pockets. Okay, na dann. Drücken wir mal, würde ich sagen. Ach, alles klar. Alles klar, I see. Ich hab nicht so viel Zeit, ne? Komm ich dann... Ach, hab ich jetzt... Ne, hab ich nicht, okay. Da? Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, Druck 1. Und 2. Oh-oh. Na, ob das die beste Idee war, ich weiß ja nicht. Hm. Der wird schon aus irgendeinem Grund verschlossen sein, ne? Hm. Naja gut, wir haben bisher noch alles durchgekriegt. Wir müssen ja irgendwie wieder nach oben kommen. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Was? So ein fettes... So eine fette Metalltür quasi und dann hier so eine kleine Tür mit ein paar Stühlen dahinter. Das ist ja auch nett. Okay. Frage ist, ist hier noch irgendjemand? Ich vermute mal nicht, aber vielleicht finden wir tatsächlich noch jemanden. Mal gucken. Vielleicht lebt hier unten wirklich jemand. Wie gesagt, die Feuer und das ganze Licht lässt ja fast schon ein bisschen das denken, oder? Okay, das Wasser ist gefährlich, aber das kennen wir ja schon. Das hat Gladys ja teilweise auch in ihren Tests benutzt. Fragt sich, ob sie das von hier unten gekriegt hat. Vielleicht einfach dieses eklige Wasser. Es gefällt mir nicht, wie hier alles wackelt. Darf ich das mal erwähnen? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Alter, müssen wir diesen Turm hoch? Das wäre ja auch interessant. 1952. Hier müssen wir wahrscheinlich... Ich gucke mich bloß mal ganz kurz ein bisschen um hier. Aperture Science. Das ist also auf jeden Fall von Aperture Science. Notice. Experiment. Aha. Discontinued. Contamination Area. Was haben die hier für Tests gemacht? Underground Train to Test Shafts 1 to 8. Was? Es gibt noch den wir jetzt sehen. Das ist Schaft 9. Und es gibt noch 1 bis 8. Na, danke. Zum Glück müssen wir nicht durch alle durch hier scheinbar. 9 reicht. To test chambers 1 to 200. Na gut, von mir aus. Na gut, wir gehen dann diesen hier, denke ich. Ist sowieso der einzige, den wir wirklich gehen können. Tag auch. Hallo? Am Hebel? Ach, da. Aperture Science Innovators? Ich bin Keith Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Kennt doch Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma. Und
und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay. Also sind früher Leute wirklich freiwillig noch zu diesen Tests gegangen? Wahrscheinlich bevor GLaDOS das Ganze, ja, übernommen hat, vermute ich einfach mal. Also ich weiß nicht. Ich weiß bis heute ja nicht, ob GLaDOS diese ganzen Tests oder ob Aperture Science Tests noch irgendwie, quasi öffentlich, also die scheinen ja mal öffentlich irgendwie bekannt gewesen zu sein, ob die bis heute noch öffentlich bekannt sind und nur niemand weiß, dass ein böser Supercomputer die ganzen Tests übernommen hat. Oder ob alle denken, die Tests sind abgeschaltet worden und keiner weiß, dass ein böser Supercomputer im Geheimen die Tests weiterführt. Nun ja, da geht's auf jeden Fall zum Main Lift. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Oh, guck mal, da oben ist eine Portalfläche. Da gehen wir doch mal am besten gerade mal hin. I see. Okay. Ah, es wird ein bisschen tricky, glaube ich. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, das hier ist auch ein relativ langes... Ist das nicht zu weit? Falle ich da nicht fast zu weit? Na, wir probieren es mal aus. Ab geht's! Oh ja, ich falle zu weit. Vielleicht sollte ich das zweite Portal ein bisschen tiefer setzen. Das wäre vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Idee, ne? Okay. Probieren wir es mal ein bisschen tiefer. Dann sollten wir da ja drauf kommen. Los geht's! Hui. Okay. Da wäre ich jetzt fast am Portal vorbeigeflogen. Oh, zur Oberfläche. Was, wir sind Sublevel 193. Auch gut. Please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until... Natürlich. Den können wir nicht so einfach nehmen. An die Oberfläche kommen wir hier also nicht. Was haben wir hier? Ach, hier sind die früher wohl einfach alle reingekommen, hä? Welcome to the future of tomorrow. Aperture Science Innovators. Was? 1947. Wahrscheinlich sind die früher alle hier runtergefahren mit dem Fahrstuhl und mussten dann hier weitergehen, hä? Großes Schild. Das heißt, die mussten da rüber. Blöderweise ist das hier kaputt. Okay, wie komme ich da rüber? Sind da... Da steht auch... Steht da Enter? Ich glaube, ja. Wie zum Geier komme ich jetzt da rüber? Da sind nirgends Portalflächen. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Könnte ziemlich problematisch werden. Aber ist, glaube ich, das Einzige, was ich habe. Oh Gott, ich sehe, glaube ich, was passieren wird. Ob mir das so gefallen will, ich weiß ja nicht. Abwärts! Oh ja! Batsch! Ich hab doch aber keine Materialien für meinen Kopf. Ich hoffe mal, der ist noch heile. Okay. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen können. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen mit der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbieterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbieterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen, das ist ja auch mal was. Nun gut, oh, hier hat jemand eingeschlagen. Ach, das ist Cave Johnson, der das ganze Ding hier geleitet hat. Local Ach, das ist ja eine ehemalige Salzmine, na sieh mal einer an. Best New Science Company, Aperture Science. Shower Curtain Salesman of 1943, Cave Johnson. Die Top 100 der Science Companies, Aperture Science nur auf Platz 2. Wahrscheinlich noch irgendwelche Physikpreise hier. Was? US Department of Defense, Contractor of the Year. Mhm.
Contractor of the Year, Runner-Up. Ah, okay. Einmal 1952 und einmal 1954. Shower Curtain Salesman. Okay, was auch immer damit gemeint ist. Alles klar. Aperture Fixtures. Und was haben wir da? Spirit of Idaho. National Potato Board for the Promotion of Potato Science 1955. Spirit of Idaho. Potato Science, na sieh mal einer an. So, es gibt hier blöderweise keine Linien. Ich bezweifle aber auch, dass der Test mit den Gottesanbeterinnen noch irgendwie läuft. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal. Was war das andere? Rückstoßgel? Das klingt auch nicht so geil. Wobei, klingt auf jeden Fall interessanter als ein Kampf gegen Gottesanbeterinnen, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest schön aussehen tut das hier ja noch. Oh, Aschenbecher. Entschuldigung, da war ganz kurzer Huster. Ja gut, ich glaube, auf jemanden warten brauchen wir hier tatsächlich nicht. Wir fahren einfach mal nach oben. Ach, das ist jetzt dieser Turm, ne? Na, ich bin mal gespannt, wo wir im Endeffekt landen. Schauen wir doch mal. Alter, was ist das da drüben denn? Oh, 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 ist das Sauerstoff oder soll das Ozon sein? Vielleicht hat das O auch irgendwas anderes. Caution, do not fall down the elevator shaft. Sehr schön. Pump Station Alpha. Mhm. Gel Flow. Okay. Das ist eine Portalfläche, sehr gut. Gehen wir mal darüber. Schauen mal, hier kommen wir nirgends rein, wie es aussieht. Experiment discontinued. Das sind wahrscheinlich keine Flächen. Da drüben ist auch keine Fläche, ne? Da ist aber auf jeden Fall eine Tür, glaube ich, durch die wir können. Aha. Okay. Oh, warte. Do not fall down the elevator shaft, ne? Ich würde sagen, genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt den Fahrstuhlschacht hinunterfallen, oder? Achso, der Fahrstuhl ist blöderweise im Weg. Ich hoffe mal, dass eine Station drunter da auch noch reichen wird. Hier steht ja auch die Warnung nicht mehr. Von daher können wir hier durchaus runterfallen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Ui, dass das noch hält, das hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Na gut, schauen wir mal, wo wir ankommen. Tag auch. Pump Station Alpha. Know your allergens pollen. Animal Danger, Anti... Was? Anti... Man kann allergisch gegen Antimaterie sein? Prinzipiell ist doch jeder allergisch gegen Antimaterie, oder? Weiß nix. Also ich kenne keinen, der nicht... quasi nicht, allergisch gegen Antimaterie ist. Wenn man das allergisch nennen kann. Wobei man das ja auch schlecht testen kann, ne? So viel Antimaterie gibt's ja noch nicht. Okay, ich glaube, wir haben die Pumpstation wieder aktiviert. Ich glaube aber, anders wären wir auch nie hier durchgekommen, tatsächlich. Mhm. Ach, warte, wir müssen nach da oben. Hui! Sehr schön, das hat ja auf Anhieb funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Safety first. Together we can make 1956 the lowest unexpected casualty annum ever. Toll, danke. Muss ich jetzt auf dem blöden Rohr hier lang? Oh, na danke. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Da ist ein Emanzipationsgrill. Und der funktioniert noch. Interessant. Na, wo wir jetzt hinkommen, frage ich mich. Ey, es geht nach oben. Na, immerhin. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, wenn man das so sagen darf, ne? Immerhin. Weil nach oben wollen wir ja irgendwann wieder. Wir sind zum Glück nur 193 Etagen tief. Das sollte ja funktionieren. Auf jeden Fall gehen die Lichter hier alle an. Uah. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel.
Letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Na, wenn die meinen. Remember, this test is unsolvable without an Aperture Science portable quantum tunneling device. If you have not received one, please find a test associate before participating in any Shaft 9 enrichment activities. Na gut, zum Glück haben wir eine Portalkanone. Rückstoßgel. Did you know Repulsion Rückstoßgel was Aperture's first attempt to create a diet? Was? Man wollte ein Pudding-Ersatz für Leute machen, die auf Diät sind. Interessant. It's true. The gel is a sweeter, slightly less non-toxic form of fiberglass insulation that causes subsequently ingested food items to bounce off the lining of a dieter's distended stomach and out his or her mouth. For various reasons, this product was pulled from shelves. Also im Prinzip, wenn man das Zeug zu sich nimmt, dann fliegt alles wieder raus, was man isst. Quasi, man übergibt sich wieder. Beziehungsweise, ich glaube fast... Ja, sie meinten das ernsthaft. Das fliegt einfach wieder raus, das blöde Gel. Das verdammte Gel fliegt wirklich wieder raus. Sehr schön. Also, man kotzt das nicht aus. Wenn man was isst, fliegt das einfach wieder raus. Okay, ich brauche irgendwas, was ich drauflege. Ach, guck mal da. Jetzt frage ich mich, wo der Knopf ist dafür. Wo ist der Knopf, der mich einen Würfel kriegen lässt? Ist doch die große Frage. Also zumindest glaube ich, dass ich einen Würfel brauche. Hui! Ah, hier ist der Knopf. Sehr schön. Ach, guck mal, die sind aber hübsch, die Dinger. Hübsch alt. Das sah alles mal anders aus hier. Hui! Oh, das ist schon ganz gut. Jetzt verstehe ich auch, was er meinte mit der andere Typ hat sich die Knochen gebrochen. Dem haben sie also nur einen Ersatz gegeben. Hui! Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Okay, da geht's zur nächsten Testkammer. Problem ist, hier ist wieder mal alles im Arsch. Okay, diese Portalfläche, da bringt mir nichts tatsächlich. Das ist ja nicht mal eine. Also ich sehe da oben eine Portalfläche, aber ich habe keine zweite gerade. Das ist das... Ach doch, hier. Das ist das Problem, dachte ich. Dann einmal da nach oben. Wir müssen irgendwie zur nächsten Testkammer. Also am liebsten würde ich natürlich raus, aber ich glaube, wir sollten erstmal dem Weg folgen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Büro? Na gut, hier wurde wahrscheinlich überwacht, diese Schreibmaschinen, ne? Die sind ja auch super. Die sehen auch super aus. Wenn du dich da einmal verschrieben hast, ne? Dann weißt du auch, dass alles umsonst war. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. In meine Tumore? Und was sagst, wenn... Du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Sehr schön. Gut. Hier können wir erstmal wieder eine Runde springen. Hui. So, wir kommen auf jeden Fall darüber. Das Problem ist, wir brauchen mal wieder einen Würfel. Ah, da drüben ist ein Würfel, alles klar. Ah, I see. Beziehungsweise wir gehen gleich dahin. Hep. Ach, super. Wieder relativ simple Tests hier, habe ich das Gefühl. Sind halt erst die ersten eigentlich, ne? Wobei ich auch nichts gegen etwas Schwerere habe. Aber ich denke mal, so wie wahrscheinlich das auch bei Gladys war, werden die ja auch ein bisschen schwerer mit der Zeit. So, wo muss man jetzt eigentlich hin? Ach so, jetzt haben wir... Ah, warte mal, jetzt haben wir da. Aber was bringt... Ach so, warte. Nee, Moment. Doch, richtig. Komplett richtig. Und, hui! Das funktioniert irgendwie nicht. Achso, warte mal, ich springe ja immer noch. Ich brauche ein bisschen mehr Schwung nach vorne. Ah, okay, reicht. So, okay, bis da oben müssen wir. Was haben wir denn hier? Hier brauchen wir erstmal wieder einen Würfel. Oh, jetzt sag mal bloß.
Und hui, hui. Dieses Gel ist der Hammer. Ich frage mich, warum sie das nicht mehr eingesetzt haben. Wer weiß, wahrscheinlich ist es gesundheitlich nicht ganz so perfekt, wenn wir ehrlich sind. Okay, hier will ich nicht runter. Das sieht nicht so aus, als wäre es Teil des Tests. Wahrscheinlich ist es super gefährlich, dieses Gel, kann ich mir vorstellen. So. Okay, und jetzt? Ach, okay. Also den gleichen Spaß nochmal, bloß diesmal nach von mir aus. Das heißt, ich musste erstmal darüber. Oh, warte mal, ich sollte vielleicht da auch ein Portal setzen. Blau. Dann hier gelb. Und dann mit ein bisschen Anlauf hier durch, damit ich auch den Schwung nach vorne habe. Danke, diesmal hat's geklappt. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay. Das ist eine Information, auf die ich jetzt auch gerne hätte verzichten können. Wobei, es wäre vielleicht auch ein guter Hinweis, dass ich mich nicht vom Rückstoßgel bespritzen lassen sollte. Na gut, schauen wir mal. Es geht auf jeden Fall weiter nach oben, das gefällt mir. Also je mehr Tests wir schaffen, desto weiter kommen wir in Richtung Oberfläche. Und da wollen wir ja eigentlich nach Möglichkeit auch wieder hin. Fragt sich nur, was Wheatley jetzt oben anstellt. Darauf. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Sehr toll, danke. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Super, bitte. Okay, hier haben wir wieder das gefährliche Wasser. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes eigentlich hin? Da oben ist ein Ausgang. Ich weiß zwar nicht wo, aber genau... Ah, da ist ein Fahrstuhl, oder? Okay. Okay, okay, okay. Jetzt bräuchte ich bloß eine Portalfläche. Das wäre ganz gut. Also von da kommen wir. Ich will nach da oben. Ich sehe keine Portalflächen. Das ist meist ein Problem, welches wir irgendwie lösen müssen. Ich sehe da oben eine Portalfläche. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, wie die mir weiterhelfen soll. Muss da irgendwo eine Portalfläche sein. Komm schon. Ah, warte mal, da. Haha. Meinem Adlerauge kann sich das nicht entziehen. Da sehe ich... Achso, wir gehen einfach mal da rein. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal nichts Interessantes. Und... Wupp. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er Rollstuhl sitzt. Hat's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Rampen sind teuer, was? Okay, gucken wir mal, was macht dieser Knopf? Ah, das Gel. Kommt das jetzt die ganze Zeit? Okay. Okay, wo will ich denn hin, ist die große Preisfrage. Pass mal auf, wir machen mal... Da. Gib mir mal ein bisschen Gel. Wenn ich das mal so mache. Hui. So, hier komme ich auf jeden Fall erstmal hier hoch. Ich meine, solange ich mich nicht bespritzen lasse, ist ja alles gut. Okay, ich bräuchte hier auf jeden Fall noch ein bisschen Gel. Sehr schön, danke. Spritz mal da ein bisschen rum. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Okay. Alles klar, jetzt brauche ich da mal noch ein bisschen Gel. Denke ich einfach mal. So, ich glaube, jetzt brauche ich jetzt insgesamt kein Gel mehr, oder? Ups, das war nicht so clever. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie da hochkommen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ah, da ist Gel unten. Oh, Moment, da wäre ich hochgekommen. Ja gut, man muss ja nicht so hoch, aber so geht's auch. Und zack. So weit, so gut. So, und jetzt lassen wir uns einfach schießen wieder. Die gute Alte fliegt durch... Ja, fliegt durch Geschwindigkeit hier einmal durch. Hui! Ach, warte, I see. Das reicht noch lange nicht. Das reicht noch sowas von lange nicht. Das funktioniert so nicht erstmal. Warte. Mach mal hier noch ein bisschen Gel hin. Danke. Und hepp. Ach, das reicht jetzt natürlich nicht mehr, ne?
Okay, dann einmal wieder hoch kurz. So, jetzt würde ich ganz gerne darüber. Da, okay. So, passt auf. Idee. Ich mache jetzt folgendes. Das. Und dann lasse ich mir ein bisschen Gel darüber spritzen. Ah, da kommt es doch, wollte ich doch sagen. So. Und jetzt, wenn ich da jetzt nämlich gleich drauf falle. So, das sollte reichen. Dann fliege ich nämlich gleich noch einen Ticken weiter. Und zack. Huhuhu. Okay. Der von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. Ja, danke. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Vielen Dank. Das ist immer ein guter Hinweis, muss ich sagen. Sowas ist immer ein sehr guter Hinweis. Okay, es geht weiter nach oben. Yes. Komm endlich nach oben wieder. Da freue ich mich ja super drauf, mal irgendwann die Oberfläche wieder zu sehen. Wobei, ich glaube, damals, als wir Gladys das erste Mal besiegten, haben wir kurzzeitig die Oberfläche gesehen, bevor wir wieder zurückgezogen wurden. Ich frage mich ja, wer das eigentlich war damals, weil Gladys war ja eigentlich nicht mehr da. 1958. Also, wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ah, okay, das ist Wasser und das macht das Gel weg oder irgendwas, was auf jeden Fall das Gel wegmacht. So, ich muss auf jeden Fall dahin. Okay, pass mal auf, Freunde, ich brauche mal hier ein bisschen Gel. Sehr schön, danke dafür. Boing. Ah, okay, perfekt, das stellt das Wasser aus, aber nur für eine bestimmte Zeit, oder? Nö, für ewig, wie es aussieht, okay. Nee, nur für eine bestimmte Zeit, okay. Dann zack, den. Und hepp. Ei, ei, ei. So, damit ich nicht gleich Gel abkriege. Danke. Sehr schön, das hat doch geklappt. Okay. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Sehr schön. Ich brauche ein bisschen Gel an der Wand auf jeden Fall. Sehr schön. Was genau will ich jetzt? Jetzt würde ich ganz gerne hier noch Gel haben. Weiß gerade nicht so richtig. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Ui, ich schicke das Gel hier die ganze Zeit hin und her. Das ist auch nicht so clever. Jetzt kriege ich es da an der Wand. Das ist auch eine interessante Variante. Jetzt kriege ich es da oben. Jetzt habe ich hier die ganzen Wände vollgeschmiert. Wartet mal. Probieren wir mal Folgendes. Vielleicht machen wir es auch einfach. Also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das geht einfacher. Hui! Das ist ja lustig. Das war nicht so, wie ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich muss hier irgendwie mal wieder weg. Danke. Okay, pass auf. Ich versuche, da gleich ein gelbes Portal zu setzen. Na, toll, danke. Wenn ich mich auf das eine konzentriere, funktioniert das andere nicht mehr, hä? Au. Ist alles irgendwie nicht so schön gerade. Oh, warte mal. Was, wenn ich einfach... Ach, nee. Wir probieren es einfach nochmal. Das muss doch machbar sein. Hui, na, wusste ich doch. Jetzt die Frage, sollte ich bis ganz nach oben? Da kommt Gel an. Nö, ich brauche nicht bis ganz nach oben. Sehr schön. Ich kann nämlich auch einfach hochlaufen. Was haben wir denn hier? Lass mich raten, ich brauche ja auch wieder Gel, hä? Also ich komme auf jeden Fall erstmal bis darüber. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Frage, wie dann weiter? Ich brauche bestimmt irgendwo Gel, oder?
Aber wofür? Ich muss da nach oben, hä? Ah, ich sehe. Ich glaube, ich weiß, wofür ich Gel brauche. Warte mal, kriege ich das von hier irgendwie, ohne durch den Emanzipationsgrill zu laufen? Ich brauche Rückstoßgel auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier ist die Testkammer wieder. Sehr schön. Give me something of that. Was steht denn da eigentlich? Safety first. Accidents hurt. Ach echt. You will be hurt. Coworkers, don't endanger others. The company, replacement are costly. Science, investigations impede progress. Ich hätte eigentlich gerne eher da. Okay. Und jetzt müsste ich vielleicht irgendwie sinnvoll fallen, oder? Ich kann hier nicht sinnvoll fallen, weil ich durch den Emanzipationsgrill muss. Muss ich das? Oder muss ich das vielleicht gar nicht? Ja doch, ich komme hier nicht rüber, ne? Das ist das Problem. Das ist gerade ein bisschen ein Problem. Ach, warte mal, ich kann natürlich... Ich hoffe, das klappt. Hui! Boing! Haha! I'm so clever. Sehr schön, das hätte geklappt. Jetzt ist die Frage, komme ich hier auch irgendwie weiter? Also von da unten kommen wir gerade. Das ist das Schöne. Frag mich ja, wofür das noch ist. Kommt man hier oben auch noch irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Oh, Portalfläche, sehr gut. So vielleicht. Kommt man das da hin? Hui! Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ja, das Problem ist, die Flure sind kaputt, ne? Okay. Ich komme nicht an diesen Würfel. Aber ich denke, ich weiß, was ich brauche. Gel. Alter. Das Problem ist, dieser Würfel lässt sich jetzt schlecht auffangen. Ich muss ihn sauber kriegen, auf jeden Fall. Bleib stehen, verdammt. Jetzt habe ich dich. Haha. So, ich kann ihn ja nirgends ablegen, so. Hier, mal bitte sauber machen. Ich weiß nicht, ob das nur Wasser ist oder ob das nicht vielleicht auch böses Gel ist. Alter, das sieht doch mal interessant aus hier, hä? Was wir da geschaffen haben. Okay, das bringt mir einen Fahrstuhl runter. Na gut, dann muss ich ja nur noch an diesen Fahrstuhl rankommen. Und zack. Au. Oh nee, pass auf. Viel zu viel Gel hier. Ich glaube, da habe ich gerade Gel abgekriegt. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie den Würfel wieder runterkriegen. Danke. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Warum nicht? Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut. Wenn wir sie achtkantig ausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Der Typ ist ein bisschen verrückt, habe ich das Gefühl, hä? So ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber nur vielleicht. Auf jeden Fall hat er, aber ich meine, der hat gute Laune, das muss man ihm lassen.